Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin. Und ich bin Hochzeits-DJ Hong. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Hochzeitspodcast von Sarah und mir. Hallo. Heute haben wir einen Interviewgast eingeladen, den Zauberer Christian de la Motte. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Das eher am Ende darfst du weglassen. Aber de la Motte. Ich bin Kummer geworden. Lieber Christian, du darfst dich natürlich auch gerne nochmal vorstellen, auch mit vollem Namen, so wie ich es vielleicht nicht richtig gesagt habe, und der Community dich einmal vorstellen. Ja, ich bin Christian de la Motte und ich bin tatsächlich Zauberer und Zauberer ganz viele Hochzeiten. Bin 56 Jahre alt, vielleicht interessant, bin selbst verheiratet, habe selbst Kinder, ich kenne das ganze Programm also ganz gut. Cool. Jetzt die Frage schlechthin, wie wurdest du denn Zauberer? Ja, ich bin schon mal froh, dass du nicht fragst, wie wird man denn Zauberer? So wird es häufig gefragt, weil das weiß ich gar nicht. Ich weiß eben nur, wie ich Zauberer geworden bin. Ich habe so wie ganz viele als Kind gezaubert, so mit Zauberkasten und dann auch so ein bisschen ambitionierter. Und dann habe ich 20 Jahre gar nicht gezaubert, also habe einen seriösen Beruf gelernt und alles Mögliche gemacht und habe dann aber gemerkt, dass irgendwas in meinem Leben noch fehlt, irgendein Element, ich wusste selbst nicht genau, was das ist und habe dann meine Karriere tatsächlich auf den Müll geworfen, Lebensversicherung verkauft, habe mich auf die Suche gemacht und bin in der Zeit zufällig parallel auf Kinder-Entertainment gekommen, so Kindershows habe ich gemacht. Und so kam ich zum Kinderzaubern und dann irgendwann merkte ich, es geht auch für Erwachsene und so wurde ich Zauberer. Inzwischen zaubere ich nur noch für Erwachsene, gar nicht mehr. Seit wann machst du das alles? Also wirklich als, professionell? Als Beruf jetzt 20 Jahre etwa. Wow. Plus minus. Cool. Und aber du machst es natürlich nicht nur für Hochzeiten, ne? Wer bucht denn noch Zauberer? Wie bist du so unterwegs? Und du machst auch eine eigene Show, ne? Also ich spiele zurzeit am meisten tatsächlich ein abendfüllendes Soloprogramm, das ich in Theatern spiele. Das heißt, ich gehe auf Tournee durch Deutschland und spiele dann jeweils da meine 110, 120 Minuten. Und das mache ich zurzeit am meisten. Dann gibt es eben viele Familienfeiern, die es gibt. Und so das klassische Firmen-Event-Gala-Geschäft, wo man ein bisschen Geld verdienen kann. Und nochmal, um beim Thema Hochzeiten zu bleiben, was magst du besonders an den Hochzeiten? Das ist ja nochmal anders als so eine Gala oder so ein Absolut, absolut. Event. Ich glaube, das ist das, was alle an Hochzeiten so lieben, dass alle gut drauf sind. Also ihr kennt das ja auch. Es ist immer eine tolle, ganz einmalige Atmosphäre. Die Menschen auf Hochzeiten sind alle sehr offen, ist mein Gefühl. Die lassen sich auf alles ein, die sind neugierig auf die anderen Menschen, die sind neugierig auf das, was passieren wird. Und es ist einfach immer eine ganz verzauberte Stimmung, finde ich. Also das ist für mich immer wieder toll, auf eine Hochzeit zu zaubern, heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, es wird ein toller Abend. Ja, cool. Ja. Und gibt es dann irgendwie so ein Infogespräch mit dem Brautpaar oder so ein Kennenlernen? Das ist ja allgemein so üblich, dass die Brautpaare immer alle kennenlernen wollen. Oder ist das bei dir nicht so, weil es ja da mehr um die Magie und die Zauberei geht? Ja, es ist schon wichtig, dass man vorher doch einiges abspricht und bespricht und auch sich ein bisschen kennenlernt. Das glaube ich auch ganz gut. Vor allem auch fürs Brautpaar, damit die merken, dass ich der Richtige bin. Denn so ein Künstler auf der Bühne ist ja immer auch ein Individuum und die einen haben vielleicht lieber irgendeinen, der ein bisschen verrückt und crazy ist und das bin ich vielleicht nicht unbedingt und die anderen wollen einen, der so ganz mystisch daherkommt, das bin ich auch nicht. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Kennenlernen ganz gut, abgesehen davon, dass man natürlich ganz vieles vorher besprechen sollte, um wirklich genau das auch abzuliefern, was das Brautpaar sich wünscht und was es braucht. Wie läuft so ein Gespräch ab? Also auf was müssten Sie sich vorbereiten? Also das Gespräch ist, je nachdem, wo das Brautpaar sitzt und wie weit das weg ist, entweder trifft man sich irgendwo, oft ist es aber auch einfach am Telefon. Mhm. So eine halbe Stunde ist eigentlich das Minimum, um wirklich die wesentlichen Eckpunkte abzuklären. Manchmal dauert es länger. Oft wird es auch sehr lustig und dann dauert es noch länger. ich mag ja immer sehr die Leute, die sich sowas vornehmen. Das ist ja ich finde es ja toll, wenn Menschen heiraten. Ich freue mich jedes Mal über die. Und dann klärt man einfach viel technische Details natürlich ab, aber auch einfach die Frage, was ist eigentlich meine Mission? Das ist für mich immer die wichtigste Frage. Was erwartet ihr von mir? Ich sehe mich ja, ich finde Zaubern toll, aber kein
keiner der Gäste kommt ja auf diese Hochzeit, um einen Zauberer zu sehen. Stimmt, ja. Das ist ja gar nicht die Erwartung. Aber ich habe ja trotzdem eine wichtige Aufgabe in vielen Fällen. Und das rauszukitzeln, was das Brautpaar erwartet, oder denen auch erstmal zu erklären, was denn so meine Mission sein kann. Also es kann darum gehen, die Menschen zusammenzubringen. Gerade auf Hochzeiten, wir kennen das alle, da treffen zwei Familien, zwei Freundeskreise aufeinander. Und wenn man Pech hat, bleiben die so getrennt, jeder in ihrer Blase. Da macht man zwar eine tolle Tischordnung und trotzdem rutschen die so wieder auseinander. Und das ist so ein bisschen wie Öl und Wasser. Und dann sehe ich es als meine Aufgabe zum Beispiel, genau dieses Öl und Wasser echt dauerhaft zu vermischen und die zusammenzubringen, dass die Gesprächsthemen haben. Sie sagen, Mensch, haben Sie das auch gesehen gerade? Da war doch die Karte, war doch eben noch so. Und dann haben die Gesprächsthema plötzlich und kommen zusammen. Das ist so eine Mission zum Beispiel, die ich abspreche vorher. Ja, cool. Und was, also ich weiß ja, deswegen muss ich jetzt überlegen, wie ich die Frage formuliere, weil ich kenne dich ja. Aber du hast ja zwei verschiedene Sachen. Du machst ja einmal die Bühnenshow und einmal auch am Tisch. Magst du dazu noch was sagen? Ja, das sind ja die zwei grundsätzlichen Herangehensweisen. Das eine ist das Klassische, was man sich so vorstellt, wie ich es auch aus dem Theater kenne. Ich stehe vorne, alle sitzen auf den Stühlen, gucken zu und ich zauber vorne eine halbe Stunde. Das ist das Bühnenprogramm. Das dauert bei mir meistens so eine gute halbe Stunde. Ist sehr interaktiv, wird viel gestaunt, aber auch sehr viel gelacht. Und die andere Variante, die aber auch viele schon kennen, ist die sogenannte Tisch- oder Close-Up-Zauberei. Das heißt, ich komme zu den Gästen. Das muss gar nicht am Tisch sein. Oft ist das nach der Show die Raucherecke. Also wenn ich auf der Bühne gewesen bin und dann gibt es ganz viele, Mensch, das, also wenn ich näher dran gewesen wäre, ich wäre dem auf die Schliche gekommen. So, und dann sehen die mich da einpacken und dann sehe ich die auch und dann rufen die und sagen, oh, komm, zeig uns noch einen. Und dann stehe ich mit einmal mit den Rauchern und in dieser kommunikativen Ecke und zauber noch drauf los. Aber das muss natürlich nicht so informell sein. Es kann auch geplant sein an den Tischen, dass ich rumgehe zum Empfang oder diese Zeit zwischen Kaffeetafel und Abendessen zu überbrücken. Wenn der Fotograf sagt, so, ich gehe mal eben eine halbe Stunde mit dem Brautpaar weg und die halbe Stunde dauert in der Regel 90 Minuten. Stimmt. Oder auch ein bisschen länger. So, und da muss ein bisschen was passieren. Ja. Und das ist dann ganz gut, finde ich, wenn das nicht sowas ist, was so, und um 16 Uhr passiert das, sondern wenn einfach jemand da ist, wie ich, der einfach dafür sorgt, dass die Leute, die sich langweilen, sich nicht mehr langweilen. Ja. Und dafür ist diese Close-Up-Zauberei ganz toll geeignet. Mhm. Cool. Also jetzt nochmal zusammengefasst, wann sind die Punkte? Am Nachmittag ist gut und auch abends, ne? Nach dem Essen wahrscheinlich. Also ich finde persönlich, der beste Zeitpunkt ist nach dem Essen. Das ist natürlich erstmal mein Ego, weil ich weiß, da ist die Aufmerksamkeit am größten, weil alle im gleichen Raum sind, alle sitzen eh da, weil sie gerade gegessen haben. Aber das hat natürlich auch einen, ich sag mal, dramaturgischen Grund. Auf Hochzeiten gibt es ja immer sehr viel zu essen und alle essen zu viel. Und dann kommt das Verdauungskoma. So, und wenn dann der DJ sofort loslegen soll, hat der, du wirst es bestätigen? Ich werde es bestätigen. Dann hat das schwer manchmal, ja. Weil da ist so eine Lethargie da. Und dann kommt der Zauberer auf die Bühne und macht dann eine halbe Stunde oder 40 Minuten Entertainment und alle lachen sich so ein bisschen wach und da passiert ganz viel. Und das ist eigentlich, finde ich, der beste Zeitpunkt für so ein Bühnenprogramm, ist ja, direkt nach dem Essen. Cool. Und ich finde auch gut, dass du sagst 30 bis 40 Minuten, weil wenn es dann zu lang ist, auch wieder doof, weil dann langweilen sich alle. Ne? Auf keinen Fall länger. Ja. Also man muss sich auch klar machen, selbst wenn das Brautpaar Zaubern toll findet, Onkel Harald findet Zaubern doof. Das ist nun mal so. Das ist ja auch vollkommen okay. Ich mag kein Ballett und deswegen ist Ballett ja nicht schlecht. Ja. So, und es gibt eben auch immer ein paar Gäste, die haben kein Interesse an Zauberei. Und wenn man es dann zu lang macht, dann ist es für die einfach doof. Ja. Und man soll eh aufhören, wenn es am schönsten ist. Stimmt. Und dann lieber die Rauchecke nochmal. die Aftershow-Party quasi. Oder die genau, Aftershow, genau. Die Aftershow-Zauberei. Du wirst ja vermutlich auch viel gebucht sein und musst es ja auch irgendwie zeitlich bei dir so ein bisschen eintakten. Wann sollte sich das Hochzeitspaar bei dir am idealsten melden? Je früher, je besser ist eigentlich die einzige Antwort. Ja. Aber man kann das gar nicht so sagen. Es gibt Termine in der Hochzeitssaison, die sind ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher gebucht. Es gibt andere Termine in der Hochzeitssaison, da wundere ich mich, dass der Samstag immer noch frei ist, 10 Tage vorher. Und wenn dann ein Brautpaar anruft und sagt, Christian, übernächsten Samstag hast du Zeit, dann freue ich mich, wenn die sich melden. Also ja. Fragen kann man immer, aber ich würde sagen, die meisten Hochzeiten buchen mich spätestens, ich würde sagen, ein halbes Jahr vorher. Mhm. Vielleicht ein bisschen später sogar. Ich glaube, vieles anderes, also Location ist wichtiger.
Und Essen ist auch wichtiger. Und ich glaube, wir beide teilen das gleiche Leid sozusagen. Also der Entertainment-Bereich. Sarah ist vor uns im Rennen. Richtig. Und genau, deswegen also, sagt er auch. Ich, das hat den einfachen Grund, dass sie danach wissen, wie viel Geld sie noch haben und was sie noch ins Entertainment stecken können. Das kommt, weil die Location ist das teuerste. Ja. Ne? Ja. Ja. Genau. Und das Problem an der ganzen Sache, wenn ich jetzt einen Zauber buchen möchte und kenne keinen und habe auch keinen Hochzeitsplaner, der einen tollen empfiehlt, was mache ich denn als Brautpaar, wie vergleiche ich denn Zauberer? Es ist schwierig, oder? Ja, was würdest du sagen? Eigentlich gibt es eine ganz einfache Regel, mich buchen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das ist ganz, ganz schwer. Ich habe eine Weile mal immer gesagt, das kann man so ein bisschen am Preis festmachen. Also wenn die zu billig sind, das ist bei den DJs glaube ich nicht anders, dann kauft man sich da oft Käse ein. Ja. Also der Preis ist sicherlich ein Indiz. Ich habe inzwischen auch schon sehr teure Zauberer erlebt und ich war erschüttert. und ich habe andersrum auch Zauberkollegen erlebt, die wirklich wenig Geld nehmen und die fantastisch waren. Es gibt auch so Newcomer, die neu im Geschäft sind, die haben vielleicht noch nicht die Routine, aber sind einfach gut und sind spritzig und toll. Also der Preis ist ein Fingerzeig, aber ich glaube, was inzwischen gut funktioniert, sind diese Google-Bewertungen tatsächlich. Ich glaube, diese Sterne, also vor ein paar Jahren dachte ich, naja, ist doch alles Käse. Und aber inzwischen glaube ich, dass das schon ein ganz gute, auch ein weiteres Indiz ist. Und das letzte und dritte ist dann einfach, glaube ich, das persönliche Gespräch. Und da merkt man ganz oft, ob das jetzt jemand ist, der einfach die Klappe aufreißt oder ob das jemand ist, der weiß, wovon er spricht. Ja. Du hast ja viel mit Menschen zu tun, na klar, als Zauberer. Und das Hochzeitspärchen, die buchen ja einen Zauberer für die Hochzeit für gewöhnlich nicht jedes Jahr, sondern vermutlich nur einmal im Jahr. Einmal im Leben, hoffe ich. Einmal im Leben, meine ich. Heißt, naja, vielleicht, wenn der Zauberer so gut ist, buchen sie ihn vielleicht nochmal einmal im Jahr. Stimmt, aber nicht für die Hochzeit. Ja. Dann für den Geburtstag oder andere Sachen. Speziell jetzt für die Hochzeit. Es kann es sein, dass die natürlich auch falsche Vorstellungen haben. Ja. Gibt es da irgendwas, was du berichten kannst, mit welchen falschen Vorstellungen die unterwegs sind? Ich glaube, die sich einen Zauberer buchen, die haben schon die wissen schon, was ein Zauberer ist, weil die haben alle irgendwo einen gesehen, den sie toll fanden. Und deswegen wollen sie jetzt auch einen sehen. Was vielleicht nicht allen Kundinnen und Kunden, und das gilt eben für Brautpaare ganz genauso, nicht immer gilt, ist, dass die wissen, was so die Rahmenbedingungen sind, die ein Zauberer braucht. Also ein ganz 100% wesentlicher Aspekt ist, man muss es so einrichten, dass alle den Zauberer gut sehen können. Stimmt. Also wenn ich in irgendeiner Scheune mit ganz vielen Holzsäulen meine Hochzeit feiere und da ist eine Bühne und ein Drittel des Publikums kann mich nicht sehen, dann ergibt es keinen Sinn. Ich sage mal, Zaubern nur hören ist todlangweilig. Also das sind eher so technische Dinge, die man als Nicht-Zaubern nicht auf dem Schirm hat. Aber darum kümmere ich mich. Also ich erkläre es ganz genau, was man da alles braucht, wie viel Platz ich brauche, dass ich eine Musikanlage da brauche im Raum. Ich kann auch eine mitbringen, aber da muss ich eigentlich ein Brautpaar keine Sorgen machen, wenn der Zauberer im Vorgespräch, jetzt das ist auch noch ein Tipp, solche Dinge nicht erklärt und nicht Fragen stellt zum Raum und zu den Gegebenheiten. Was passiert vor meiner Show? Was passiert danach? Dann würde ich den nicht buchen. Ja. Du hast gerade den Platz erwähnt. Wie viel Platz brauchst du so ungefähr für deine Show? Also so 2x2 Meter ist das im Minimum. Mehr ist besser, aber auf dem Platz so komme ich mindestens zurecht. Okay. Und dann brauchst du sicherlich auch so einen Vorbereitungsraum. Ist sowas auch nötig? Nee, brauche ich gar nicht. Mein Vorbereitungsraum fährt immer mit mir mit. Ich komme zum VW-Bus und da ist alles drin, was ich brauche. Okay. Da ist meine Garderobe drin, da sind meine Requisiten drin. Ja. So muss ich nicht erst alles in den Vorbereitungsraum tragen und dann da vorbereiten und dann irgendwann wieder da rein und dann wieder einpacken und dann ins Auto, sondern das kommt aus dem Auto auf die Bühne und von der Bühne ins Auto. Ganz unkompliziert. Perfekt. Und nochmal ganz zurück. Du hast gesagt, der Preis ist ein Indiz. Also wir sind jetzt im Jahr 23. Was ist denn so ein mittlerer, grober Preis? Kannst du sowas sagen? Das ist natürlich auch regional noch unterschiedlich. Ja, das ist regional. Das hängt vom Termin ein bisschen ab. Ich mache es auch abhängig davon, wie groß die Hochzeit ist. Also wenn oft gibt es so Hochzeiten von so älteren Menschen, die schon seit 30 Jahren zusammen sind und dann würde ich nur mit so 10, 15 Freunden feiern. Da zauber ich genauso gerne wie auf der großen Hochzeit mit 130 Gästen, aber ich nehme einen anderen Preis. Die mit 130 Gästen müssen ein bisschen mehr bezahlen. Mhm. Aber ich würde mal sagen, ich glaube,
Also unter 700, 800 Euro würde ich keinen Zauberer buchen. Und ich würde sagen, ich kriege meistens so 1200, 1400, das ist vielleicht so ein Bereich, wo man auch weiß, dass man eine Qualität kriegt, die okay ist. Und ja, aber auch es ist ganz schwer zu sagen. Ja, es gibt ja auch regionale Unterschiede und wie gebucht der Zauberer ist und wo er alles so auftritt. Ja. Aber und je weiter weg, ist auch ganz lustig, wenn ich nach München eingeladen werde zum Zaubern, dann zahlen die unglaublich viel Geld, nicht weil die mehr Geld haben, sondern weil das so, die wollen sagen können, und hier kommt aus Berlin der Zauberer Christian. Und dann ist es manchmal so, dass ich dann mit einem Kollegen zufällig spreche, der aus München kommt und am selben Tag nach Berlin fährt, um dort aufzutreten, weil die Leute gerne sagen wollen, und wir haben extra aus München kommen lassen. Ja. Das macht natürlich dann das Ganze ein bisschen teurer. Ja, ja. Naja, Fahrtkosten, die haben wir alle, genau. Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Fahrtkosten, haben wir auch noch Reisekosten. Drauf, ja. Aber dann hat man mal so eine ganz grobe Vorstellung. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, je nach Region und je nach Datum. Ne? Genau. Hast du noch ein paar Tipps für die kommenden Paare, für den Hochzeitstag an sich? Also was ich allen Brautpaaren im Vorgespräch immer sage, erstens, kümmert euch um möglichst viel, also überlasst möglichst wenig dem Zufall. Dafür gibt es ja zum Glück dann Experten, die da aushelfen. Und das sind die gleichen Experten, und gebt dann die Verantwortung ab. Also wenn ihr keinen Hochzeitsplan habt, sucht euch einen Trauzeugen, Trauzeugin, den ihr vertraut, und übergebt denen die Regie. Denn ihr, liebes Brautpaar, ihr sollt diesen Tag genießen. Ihr sollt euch nicht an Zeitpläne halten und auf die Uhr gucken und in der Hosentasche fummeln, habe ich die Gage für den DJ eigentlich dabei? Nein, die liegt noch im Hotel. Mm, also all diese Dinge, gebt das jemandem ab. Gebt das jemandem, der die Fäden in der Hand hat, der diesen Job einfach am Abend oder an dem Tag macht und gerne macht. Und das kann, wie gesagt, das kann ein Verwandter sein, das kann der beste Freund sein, das kann ein Profi sein. Aber das ist eigentlich das, was ich allen immer sage, das ist das Allerwichtigste. Ja, den Tipp haben wir oft von vielen Dienstleistern gehört. Ja. Das ist einfach Sinn, Und auch wir Dienstleister profitieren ja davon. Also ich bin ja total froh, dass ich nicht, dann sehe ich das Brautpaar da an der Tafel sitzen und die sind total cozy und in love miteinander, und dann muss ich ankommen und fragen, so, ich sehe gerade, es ist so und so, und können wir mit dem Licht noch was machen? Es wäre fürs Publikum besser, wenn. Das interessiert die doch nicht, und ich frage die auch nicht. Also dann kümmere ich mich, also kommt auch vor, dass ich dann einfach zum DJ gesagt, ey, weißt du was, können wir mit deinem Licht, können wir es ein bisschen anders drehen? Und dann sagt er, ja klar, ich habe ja noch ein anderes Kabel, dann machen wir so und so und so, und dann kriegt man es hin. Aber am besten ist da jemand, der da die Fäden hat. Aber auch, dass man dem Bargeld, was du sagst. Wie oft kriegen Künstler Bargeld dann am Tag der Hochzeit? Weil das Brautpaar ja auch, manchmal kommt zum Brautpaar, dass sie sagen, nee, ich will es erst sehen und dann bezahlen. Ne? Oh. Das ist bei mir übrigens Regel. Also bei mir, ich sage all meinen Kunden, ihr zahlt erst, wenn es euch gefallen hat. Ja, und dann hast du aber dieses Bargeld am Hochzeitstag, das ist halt auch ätzend. Ja. Also dann ist es auch gut, wenn irgendeiner das übergibt und nicht das Brautpaar, das will mir ja nicht ständig stören. Ja, wobei ich inzwischen ganz oft das mit dem Bargeld, das ist zwar ganz beliebt in der Branche, aber inzwischen sage ich, ich schicke euch eine Rechnung, beweise mir das. Mhm. Also ich bin ja noch, ich hatte einen Kunden im ganzen Leben, der mich nicht bezahlt hat, aber es zahlen doch alle. Also was, deswegen sage ich, was soll das mit dem Bargeld, und da ich es, ich weiß nicht, ob das alle machen, aber ich versteuere mein Geld. da ich da auch keine Geheimnisse habe, wer da keinen Umschlag mit sich rumschleppen möchte, der kriegt eine Rechnung von mir. Mm. So, ein anderes Thema, die Hochzeitstrends. Also mit vielen Dienstleistern reden wir immer über Hochzeitstrends. Ich habe mich gefragt, gibt es sowas auch bei der Zauberei? Oder ist das sowas Klassisches, was immer so zeitlos ist? Oder gibt es da auch manchmal so eine Mode, dass es irgendwie neue Tricks gibt oder neue Methoden oder keine Ahnung. Ja. Mit dem Hasen verschwinden im Hut, wahrscheinlich das wirst du vermutlich nicht mehr machen, oder? Die Jungfrau zersäge ich auch schon lange nicht mehr, weil man findet da so selten so eine große Säge. es gibt in der Zauberei schon so Trends, aber die nimmt, glaube ich, das Publikum gar nicht wahr als Unterschied, dass jetzt was anders ist als vor 5 Jahren. Das sind eher wir Zauberer. Okay. Die dann sagen, ach, das macht der Kollege jetzt auch. Also ich bin ja ein Freund von Klassikern, die ich gerne zeige, was aber nicht heißt, dass das langweilig ist, sondern ich versuche, diese Klassiker so ein bisschen frisch und modern und witzig und mit Pfiff zu inszenieren, aber die grundlegende Zaubertechnik, die dahinter steckt, sind bei mir oft ganz alte Sachen, weil ich die auch so toll finde, und die sind auch oft einfach gut.
Aber das, was dann modern ist, ist die Show und hat aber jeder seinen Stil. Mhm. Aber ich glaube, was so ein Trend, glaube ich, ist, jetzt unabhängig von der Zauberei, was ich merke, was mit der Zauberei dann auch wieder was zu tun hat, ist, dass das so ein bisschen dahin geht, dass die Leute ein bisschen mehr Klasse haben wollen. Also es ist weniger Kartoffelsalat und mehr wirklich leckere Sachen. Und beim Catering wird, glaube ich, auch, also so nehme ich das wahr, vielleicht werde ich auch nur auf diesen Hochzeiten gebucht, das weiß ich nicht, wird dann doch ein Tick mehr ausgegeben und es wird alles ein bisschen schöner und ein bisschen liebevoller und, sagen wir mal, so individueller, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, so ein Trend. Genau. Nee, ich meinte jetzt nur, was die Zauberei angeht. Nee, da muss ich dich enttäuschen. Das mache ich immer noch. Verratest du eigentlich Tricks während der Show? Also was heißt während der Show? So nach der Show, wenn die Show vorbei ist, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich glaube, es macht keiner, oder? Dass dann vielleicht auch ein, zwei Kids kommen. Darf man das? Ja, natürlich kommen die. Und ja. die Kids kommen sowieso. Genau. Und es kommen auch Erwachsene und wollen dann wissen, wie das geht. Aber natürlich verrate ich das nicht. Das ist ja nun mal das Spannende an der Zauber, dass man denkt, wie kann das sein? Das ist doch unmöglich. Aber du machst dir da noch nicht nochmal irgendwie, wenn jemand sagt, hey, mach mal nochmal, ich will nochmal langsam das sehen. Würdest du das machen? Das mache ich ganz selten mal. Also da muss man schon unglaublich nett fragen. Okay. Aber ich zeige gerne noch was anderes dann. Ja, klar. Also ich bleibe dann, ist auch so, ich werde gebucht und ich gehe ja nicht, weil die Uhr abgelaufen ist, sondern ich gehe, weil ich merke, ich bin fertig und die Leute sind auch fertig mit mir. Was nicht heißt, dass ich es bleibe, ist wirklich, also oh, kann der Zauberer endlich mal gehen jetzt? Ich will keine Karte mehr ziehen. Nein, aber ich versuche schon, wenn ich merke, dass da ist noch so ein Grüppchen und es gibt es oft, die wollen dann noch was sehen, dann bleibe ich noch. Dann bleibst du noch. Ja. Ja, cool. Ja, ich habe ja in unseren Interviews habe ich immer so eine Lieblingsfrage, die da wäre, ob du irgendeine lustige oder schräge oder besondere Geschichte mit uns teilen kannst. Irgendwas, was dir auf einer Hochzeit widerfahren ist, wo du sagst, oh, das war echt lustig, beziehungsweise also, sehr schräg. Oder was? Besonders schön. Oder schön. Ja, ich glaube, das Schrägste war tatsächlich die Hochzeit, wo es dann hieß, so jetzt, also ich war in so einem Gasthof war das und die Hochzeit hat irgendwo anders stattgefunden und jetzt, dann kam irgendwann so eine Kolonne mit Autos und die ganzen Gäste kamen und das Brautpaar kam in der Kutsche. Und das heißt, die brauchten auch etwas länger und dann sollten die aus dem unterwegs noch Fotos machen. Das heißt, der Fotograf war mit dem Brautpaar unterwegs, der fuhr allerdings Auto. Irgendwann kam das Auto des Fotografen, der wortlos aus dem Auto einstieg und in das Lokal reinging und nichts sagte. Und dann war ein bisschen merkwürdig. Und dann kam irgendwann die Kutsche, aber ohne Bräutigam. Oh. Dafür mit einer sturzbetrunkenen Braut. Oh. Die hat ihn rausgeworfen. Oh. Also deswegen mein Rat auf der Hochzeit, nicht zu früh mit dem Trinken anfangen. Der Alkoholrat. Es war wirklich fürchterlich. Wahnsinn. Weil die ganze Stimmung war natürlich im Keller und, dann, ja. Und der Bräutigam hatte auch nicht mehr wirklich Lust auf diese Hochzeit. Und das war ganz, ganz merkwürdig. Also das war wirklich, glaube ich, das Heftigste, was ich erlebt habe. Und diese schönen Momente, ich glaube, jede Hochzeit ist irgendwie, hat so einen Zauber und hat so, da wüsste ich gar nicht, was ich dir erzählen soll. Es ist so, ich glaube, das Schönste für mich ist, dass ich so sehe, wie so Menschen, die sich nicht kennen, so aus den verschiedenen Familien, dann mit einmal sich da so verbrüdern und miteinander feiern und trinken und so, als seien sie schon immer eine Familie. Das ist eigentlich so das Schöne. Das ist der Idealfall. Ja. Im Gegensatz zu der betrunkenen Braut. Ja, cool. Hast du noch einen ultimativen Tipp zum Schluss oder war das jetzt schon der Tipp? Weil du hast ja schon eigentlich einen Tipp gesagt. Oder haben wir noch was? Ich glaube, der ultimative Tipp war wirklich der, sucht euch jemanden, der euch unterstützt, der sich kümmert. Aber plant die Sachen gut. Kein Zufall. Also ein bisschen Zufall darf sein, aber der kommt sowieso. Denn der schönste Plan ist ja dafür gemacht, um zu wissen, wie es dann nicht kommt. bisschen Spielraum, genau. Bisschen Spielraum, aber sucht euch jemanden, der euch unterstützt, der euch hilft und genießt dann diesen Tag einfach. Cool. Sehr schön. Zu der Letzte, wo findet man dich? Online. Vermutlich. Magst du es nochmal ankündigen? Na,
Also es gibt natürlich eine Website, die heißt magische-unterhaltung.de. Mhm. Wenn man meinen Namen eingibt, Christian de la Motte, findet man mich auch. Ich glaube, wenn man Zauberer Berlin eingibt, findet man mich vermutlich auch irgendwie. Das weiß ich gar nicht, das untersuche ich gar nicht mehr so. Aber im Internet bin ich zu finden. Okay. Ja. Sehr schön, dann vielen Dank, lieber Christian, dass du uns verzaubert hast heute. Genau, Dankeschön. Und danke an die Zuhörer, dass ihr wieder reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön bei euch. Tschüss. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an eure Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch. Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch coole Hoodies, Tassen, sogar Babystrampler oder Hundizubehör. Und das Coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns. Vielen Dank.